Hallo, ja, ich habe einen Haul hier, wie ihr schon sehen könnt in der Überschrift. Ich habe mal so ein bisschen gesammelt in letzter Zeit. Ja, ich hatte bei Blippo bestellt, bei Boots for You, bei Kawaii Shop Japan und vor langer Zeit bei Rakuten. Ja, zeige ich euch jetzt so einfach mal die Sachen. Wo fange ich denn an? Ich habe keine Ahnung. Ich fange mal mit Rakuten an. Da habe ich mich mal getraut, da zu bestellen bei einem Händler. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung mehr, wo ich bestellt habe. Es ist schon echt eine Weile her. Wir haben hier einmal Cinnamon Roll Mini Card Pack. Voll toll. Ja, das musste ich natürlich gleich dazu sagen. Na, das ist so toll. Man hier kann man hier so eine Nachricht reinschreiben. So, dann ja, finde ich total knuffig. Klemmt man das dann hier rein? Ist ein bisschen friemelig, aber ja, es geht. So, und dann man hier noch so ganz süße Umschläge. Da juckt mir glatt mein Auge, wenn ich das sehe. Nein, so sehen die aus, so voll süß. Blau, gelb, grün. Ja, das mal, ja, sind immer die gleichen Motive. Ja, finde ich total süß. Das musste dann mit. Ich weiß auch nicht mal, ich weiß auch nicht mal mehr, wie teuer das alles war. Es ist halt wirklich schon etwas her. Dann, oh mein Gott! Da! Das habt ihr wahrscheinlich schon bei der Swantje gesehen. Ja, ich habe es gesehen. Ich dachte mir, ja, das. Oh mein Gott, das muss ich haben. Da kann ich Flatbacks und so reintun. Erstmal die Verpackung ist schon total süß. Der Bär. Ja, total schön. Dann so ein Behälter. Ist jetzt kein Glas oder so, das ist ja, sagt man, Plastik. Sieht das dann so aus? Ich dachte mir, das eignet sich super für Flatbacks. Sieht bestimmt toll aus, wenn man das da reinpackt. Ja. Na, da rutscht was runter. Nein, bitte nicht. Links neben mir rutscht die ganze Zeit was runter. Ja, das ist halt diese Aufbewahrung hier. Ja, das müsste einfach. Ich sag dazu nichts mehr. Wird dann bald benutzt. So, das, was hier runterfallen wollte, sind diese Tüten hier. Ich bin so froh, dass ich die jetzt auch habe, weil die habe ich nämlich damals verpasst, als es die noch im Kawaii Shop Japan Shop gab. Kawaii Shop Japan Shop gab, ja, egal. Ja, die hatte ich verpasst und ich habe nur so, oh, nee. Ja, die gab es doch jetzt tatsächlich bei Rakuten. Sind so schön 10 Stück, ja, 10 Stück sind drin und hier halt die Größe. Dann haben wir noch so Verschließbänder, aber die werde ich wahrscheinlich gar nicht benutzen. Vielleicht auch doch mal gucken. Ja, ist natürlich wieder hier so ein Schatz, ne?
Und dann durfte von dem Shop noch das mit. Gute Tamatütchen. So süß. Das sind so Zipper-Beutel. Einer ist schon in einer Post drin. Ist so lieb. Ich guck mal hier dahinter. Ja, gute Tama. Ja, hier haben wir dann den Verschluss. Ein bisschen friemelig. Naja, ihr wisst ja, was ein super Verschluss ist, ne? Ja, ich habe mich da sofort drin verliebt, als ich das gesehen habe. Eine Tüte ist, wie gesagt, schon in Gebrauch. Ups. Für eine Post. Oh. Fünf Stück sind das. Jetzt sind es nur noch vier. Ich will die noch mal haben. Okay, das war's von Rakuten. Dann habe ich hier ein Teil. Und zwar hier so Sticker Flakes. Die habe ich, oh Gott, die habe ich bei Etsy gekauft, bei einem Händler. Und die waren echt nicht günstig. Aber oh, wann kriegt man schon mal oder wo kriegt man schon mal solche Sticker Flakes? Könnt ihr mir das mal verraten? Schaut euch die an. Ich glaube, das hat 6 Euro gekostet. Weiß ich gar nicht, mit Versand, glaube ich 7 oder so. Ja, ich. Da habe ich wirklich mal sehr gesündigt. Ja, der Verkäufer hat hier noch so Post-its dran gemacht. Oh, allein schon die Verpackung wieder, ne? Ja, das ist das Teil von Etsy. So, dann machen wir mal mit Blippo weiter. Habe ich hauptsächlich Sticker bestellt, aber erstmal Tüten. Ja, die Tüten habe ich schon so oft gesehen bei Knuddelzombie. Elisabeth hat welche. Ich glaube, Swantje hat auch solche. Ja, ich finde die echt schön, vor allem mit diesem Türkis so. Es gibt ja auch welche mit rosa Hintergrund. Aber ich wollte halt die Türkisen haben. Türkisen. 50 Stück, ja, da kommt man erstmal mit aus, ne? Es gab, glaube ich, auch noch eine größere Variante, aber ich habe jetzt erstmal die hier genommen. So, dann kommen wir zu den Stickern. Einmal hier die bekloppten Geister. Ich weiß nicht, ich finde die echt ja, sehr lustig von Elliot mit seinen Zähnchen da. Weil er Evia guckt so. Voll bekloppt. Na, ach Gott, ey. Ja. Den hatte ich schon etwas länger im Auge, schon bei Stationary Heaven, glaube ich. Aber da bestelle ich nicht so gerne, weil ich das muss. Ja, keine Ahnung. Erst bin ich da ein bisschen geizig, weil die Sachen da ein bisschen teurer sind. Klar, ist halt eine. Ja, ist halt dann hier aus. Wie heißt der Shop? Liegt halt in Holland. Das ist dann immer so ein bisschen teurer dann alles. Aber ich glaube, am Ende gleicht sich das, glaube ich, irgendwie wieder aus, da mit dem Versand und so. Vielleicht ist da noch so ein kleiner Unterschied. Naja. Und bei Stationary Heaven gibt es jetzt nicht so viele Sachen, die mich jetzt interessieren. Außer so, oh, die haben jetzt dort so Sticker-Flakes mit so Mädels. Ne, wenn ihr so Mädels mögt, so Manga-artige Mädels, da gibt es jetzt so neue Sticker-Flakes bei Stationary Heaven. Ja. Gut, kommen wir nun zu den Stickern, die ich noch geholt habe. Es musste einfach sein. Und ich habe davon einen Stickerbon von Ali. Da gab es ja mal eine Zeit lang bei dem Händler House of Novelty. Die hatten ja mal so eine Zeit lang so Puffy-Sticker verkauft, ne? Die konnte man sich nicht aussuchen, aber da gab es richtig schöne Puffy-Sticker. Und da
habe ich, glaube ich, einen Bogen mit diesem Bär. Als ich das gesehen habe bei Blippo hier, da dachte ich mir, oh mein Gott, da ist der Bär. Voll toll. Ich hoffe, die kann man lange aufbewahren, weil wahrscheinlich, ihr kennt das Problem, wenn man das nicht zweimal hat, dann... Die sind einfach zu knuffig. Und wie der Bung an für sich schon aussieht, wie detailliert und... Das funkelt hier überall. Ja, oh Mann. Ich kann das nicht benutzen. Aber ich bin ja halt auch, ne, ihr kennt mich ja, ich bin ja halt auch ein Sammler. Und ne, eins zum Behalten als Sammelstück und eins zum Benutzen. Oh, das hat auch so einen schönen Hintergrund. Jo, Hasis, ne? Man kann die Bilder gar nicht so gut erkennen, ne? Obwohl es geht. Oh Gott. Oh mein Gott, ich habe mir noch nie solche Sticker, glaube ich, gekauft. So selbst. So, dann haben wir ohne Wasser einfach mit Schüttelzeugs drin. Wie heißen die nochmal? Ist das nicht... Ich hab's vergessen. Sweet Bitter Time nicht, ne? Ne, das waren andere Hasen. So süß. Und dann noch diesen hier. Da gibt es jetzt auch so Stickerflakes von der Pandas. Und ein Mimo-Block. Ne, da ist wieder der Panda, der mal unzufrieden guckt, aber irgendwas im Arm hat. Schüttel, schüttel. Wisst ihr, ich bin so ein Schüttelopfer. Schüttel, schüttel. Ja. Ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben bei Blippo bestellt. Ja, ich kann jetzt gar nicht sagen, wie lange der Versand gedauert hat. Vielleicht 2 Wochen ungefähr. So, ich muss mal eben hier ein bisschen so kommen und zu Kawaii Shop Japan. Einen Moment, es ist gerade hier ein bisschen. Ich habe hier gerade alles in eine Tüte gepackt, was nicht so schlau war. So. So, Kawaii Shop Japan. Da habe ich mir einmal diese Stickerflakes gekauft. Ja, fand ich ganz niedlich hier mit den Süßigkeiten und so. Diese Sticker sind drin. Man kann es gut erkennen. Ich denke aber schon. Ja, sieht gut aus. Oh, 52 Stück. Ja, so schön. Dann einmal hier so ein Stickerbuch. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon bei Fimo Tinker mal gesehen. Mit den verschiedenen Charakteren. Hello Kitty. My Melody. Gute Dame. Oh Gott. Ja. Bonbon Ribbon. Ja, Cinnamon. Hallo. Little Twin Stars. Bonbon Purin. Oder Ponponporin, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Die ist aber auch total süß. Da habe ich keine Ahnung. Das habe ich schon mal gesehen. Das kenne ich nicht. Sieht aber sehr lustig aus. Ja. Ich habe keine Ahnung.
Ich habe noch mal irgendwo gelesen, dass es mal so eine Art, nein, nicht Wettkampf, irgendwie so ein Wettbewerb oder so gab. Da stand das hier, glaube ich, auf Platz 1 und Gudetama auf Platz 2 oder so. Und von Gudetama gibt es, glaube ich, mehr so Merchandise-Sachen als hiervon. Habe ich, glaube ich, mal irgendwo gelesen, wo das hier wohl auf Platz 1 war. Dieses, ja, soll das sein, Steak? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht habe ich mich auch verlesen. Alle möglichen Charaktere. So schnuffig. Finde ich auch toll hier, dieser Labelsticker. Ja, vor allem den hier. Knackpo. Hier kann man noch Umschläge falten, was ich wahrscheinlich. Doch Umschläge, oder? Ja. Oh no. Soll man sich dann entscheiden? Ui. Was ist das jetzt? Cool, einfach so. Auch noch mal alle drauf oder fast alle. Ja, voll süß. Ich glaube, das hat irgendwie 7 € gekostet oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher, oder 6 €. Und ich finde, dafür lohnt sich das voll. So, dann durfte dieser Block hier mit. Ja, da bin ich so lange drumherum geschlichen, also. Aber da halt so, ja, so Spielen so drin sind, habe ich mir das halt nie gekauft, ne? Aber irgendwann hat mir der Block keine Ruhe mehr gelassen. Ach stimmt, das sind ja hier diese etwas, ja, dünneren Blätter. Was macht man denn nochmal damit? Man schreibt oder malt irgendwas drauf und dann packt man das hier ins Wasser. Ich weiß nicht, wofür das gedacht ist. Vielleicht kann man seine Wünsche draufschreiben, die dann in Erfüllung gehen sollen. Oder vielleicht auch Sorgen, die verschwinden sollen oder so. Man weiß es nicht. Passt ja irgendwie. Ja, das zum Beispiel. Ich weiß nicht. Deswegen habe ich mir den nie gekauft, weil ich damit nicht so viel anfangen kann. Das kann man aber, denke ich, doch irgendwie mal verbasteln. Aber ich als Halloween-Fan, ach, ich musste den Block dann doch kaufen. Ja, vor allem wegen diesem hier. Dem. Und natürlich wegen den Umschlägen. Die lassen sich leichter falten, glaube ich, als die in dem Stickerbuch. Ja, deswegen darf er jetzt auch in meiner Kawaii-Schublade liegen. So, und dann habe ich noch den hier gekauft. Das ist wieder so ein Dufteblock. Ist das wieder so schön geprägt. Ja. Ja, reibt man, ich glaube, hier dran. Und dann, boah, riecht das nach Schokolade, aber irgendwie finde ich den Geruch hier. Boah, ich weiß auch nicht. Ja, da habe ich auch schon was abgezwackt für meine Mädels. Mal das. So cool hier mit dem Rezept, ne? Dann mal das. Das Teil ist ja auch genial, ne? Dieser Bär da. Hier wieder was zum Falten. Oh, lecker. Oh, lecker, lecker. Oh, Erdbeeren. Ich habe noch keine Erdbeeren gekauft. Und tada. Jo.
Und dann haben wir noch die Extras. Ich mache erstmal die großen Blätter. Ja, hier haben wir so Eis drauf. Je nachdem, wie es passt mit dem Gewicht und so, packt dann die Mickey halt noch Extras rein. Was ich total lieb finde. Müsste sie ja eigentlich nicht machen. Wieder was zum Falten. Ja, das sind die großen Blätter. Dann haben wir noch ganz viele süße kleine. Einmal dieses. Diesmal leider nicht doppelt. Nein, ich will jetzt keine Ansprüche stellen. Quatsch, ne? Aber oh, da blutet einem natürlich dann das Herz wieder, ne? Und bei solchen süßen Gestalten hier. Ja, das ist hier Sweet Bitter Time. Starlight. Ja, da denke ich wieder an jemanden Bestimmtes. Oh, so cool. Ja, die sind ja auch genial. Oh mein Gott. Wie bescheuert die gucken. Ich weiß auch nicht. Oh, die gucken so. Ich weiß auch nicht. Was ist das? Ach so. Da wurde nackig gemacht. Auch total schön. Das ist auch genial. Oh Gott. Boah, mir ist so warm. Ich gehe gleich ein hier. Ich hasse den Sommer. Ich freue mich schon, wenn der Herbst wieder da ist. Und das doppelt. Jo. So, das war Kawaii Shop Japan. Und jetzt kommen wir noch zu Modes for You. Das kam wieder hier in so einer schönen Tüte. Ich schieb das mal ein bisschen. Mag ich immer total gerne, wenn die mal diese Tüte hier schicken. So, und da haben wir einmal diese Sticker, den habe ich natürlich zweimal geholt, weil ich muss ich ja nichts mehr zu sagen. Aber wenn ich jetzt sehe, wie klein dieser Bogen ist, bin ich doch froh, dass ich den zweimal gekauft habe. So schnuffig. Manche Bilder wiederholen sich so ein bisschen, aber ist ja nicht schlimm. Der ist trotzdem total schön. Ja, dann habe ich hier ja, so einen kleinen Fehlkauf irgendwie. Ich dachte dazu, oh mein Gott, Mädels Sticker Flakes, aber das sind so Neujahrssticker. Halt zum Neujahr. Das wird dann hier wahrscheinlich dann auch ne, draufstehen. Ich hoffe nur, dass da keine Jahreszahlen, ne? Dass da jetzt nicht irgendwie 2018 irgendwie mit draufsteht, aber ich sehe hier keine Zahl. Das sind einfach nur allgemein Neujahrssticker. Ja, ist natürlich. Deswegen waren sie auch wahrscheinlich runtergesetzt. Oh, hier haben wir noch ein extra. Das sind so Post-its. Ja, da war ich erstmal verwirrt. Hier steht erstmal, ne? Nicht essen. Ich denke schon so, ja, ich hätte das schon nicht gegessen. Ne? Aber Taste Chocolate steht da. Ja, da kann man schon auf falsche Gedanken kommen, ne? So sieht das dann aus. So ein Makaron. Das war so als Extra mit bei. Und jetzt. Stiftekappen.
Die waren alle ein bisschen runtergesetzt und da konnte ich dann natürlich nicht anders. Einmal diese süßen Bärchen. Diese Bekloppten hier. Vom Hauptsache, da ist so ein Eichhörnchen drauf. So ein kleines Ding da und da. Nicht so lustig. Ja, finde ich total goldig einfach nur. Diese hier. Das ist, glaube ich, ja, White Mimi. Sieht man jetzt nicht so. Ja gut, doch, so kann man das sehen. Ja, die waren alle etwas runtergesetzt. Nicht alle Stifte kappen, aber halt so ein paar. Und ja, die habe ich dann halt einfach bestellt. Diese Katzen hier. Davon gibt es ja auch Hasen mit so Punkten und so. Aber die habe ich irgendwie so ein bisschen verpasst. Da gab es ja auch mal bei Blüppol so einen Stickerbogen. Das habe ich leider so ein bisschen, ja, verpasst halt. Aber die Katzen hier sind auch ganz süß. Ja, das war's, oder? Ja, doch, das war's. Ich schicke mal wieder alles ins Bild. Ich muss ja gleich noch ein Thumbnail machen. Ja, das sind so meine Sachen, die ich in letzter Zeit bestellt habe. Oh mein Gott, dieses Sticker. Man ist echt nicht mehr normal, aber gut. Egal. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, der Haul hat euch gefallen und konnte euch ein bisschen, ich weiß nicht, inspirieren oder so. Ja. Ich bin zufrieden mit meinen Sachen. Sehr, ja, sehr schöne Sachen. Und ich freue mich schon wieder hier. Seht ihr gerade gar nicht hier, ne? Wieder meinen Mädels was abzupacken. Freue ich mich schon drauf. Ja, weil was soll man mit fünfmal die gleichen Stifte kappen? Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns.